Herzlich willkommen, wir haben die siebte Rauhnacht. Diese ist dem Monat Juli zugeordnet und dem Wildschwein. Wir haben den 30. Dezember. Die Pforten zur Anderswelt sind weiterhin offen. Und wir haben heute dazu sogar noch Vollmond. Ja, du merkst, die Rauhnächte sind lange. Spürst du noch die Besonderheit? Man braucht einen langen Atem, das merkst du jetzt ja. Ich möchte den heutigen Tag beginnen zur Einstimmung mit einem Gedicht. Mystische Wesen der Natur erscheinen deutlich in dieser Zeit. Mache dich für so manche Begegnung bereit. Fantasie und Realität verschwimmen. Werde eins mit allem. In den heiligen Hallen. Versunkene Stätten tauchen empor, Schätze lodern aus der Erde hervor. Naturgeister erscheinen in verschiedenen Gestalten, wollen dich prüfen und mit dir walten. Teilst du dein Brot, vergisst du sie nicht, kann das haben großes Gewicht. Dämonen ziehen durch die Gassen, schneiden die wildesten Grimassen. Gefangen, gebannt in alten Dingen, bist du mit den elementaren Kräften am Ringen. Viel Lärm um nichts, lautes Getöse, Altes vergeht, Neues entsteht. Mögest du beschützt durch diese Zeit gehen und den Ausblick auf das Neue erspähen. Nimm das Glück und den Segen in dich auf, und lenke ihn in den weiteren Segensverlauf. Auch wieder von diesem kleinen Büchlein, der Jean Roland. Ja, ihr merkt es, ein langer Atem nötig. Und bei so einem langen Atem und diesen noch längeren Dezembertagen darf man auch mal einen Holunderbeersaft genießen, ne, an diesen langen Abenden am Christbaum, auch so ein schöner Bereich, wo man sich ausruhen kann. Und ihr wisst ja, in dem Hauptvideo haben wir das ja schon gesagt, es ist auch die Zeit von der Frau Holle, gell? Ja. Okay. Was haben wir als Themen? Da muss ich hier nochmal gucken, hier drüben, da habe ich mir nämlich extra so eine Dramaturgie gemacht. Die Themen waren oder sind heute zugeordnet inneres Kind, unsere innere Stimme, damit auch Heimat und Gefühle, ne, innere Stimme, Verbindung nach innen, inneres Kind, unsere Verbindung im Außen, die Heimat, die Wurzel, woher wir stammen, womit wir verbunden sind, örtlich. Und unsere Gefühle, die einen Aufschluss geben auf dem Weg in uns herein, ja. Das bedeutet, wir spüren heute oder dieser Tag ist reserviert, unserer inneren Anbindung nachzuspüren, nachzufühlen. Und dafür habe ich mir auch dann Gedanken gemacht, wie könnte man das einfach tun für Leute, die jetzt da vielleicht nicht so die Verbindung haben. Und dann kam ich auf eine schöne Sache. Man kann auf seine Gedanken, auf seine inneren Triebfedern ganz gut achten, auf seine inneren Verbindungen. Wenn wir Körperpflege hatten wir ja gestern, da kriegt man einen Zugang über den Körper eben. Mental machen wir jetzt jeden Tag, ne? Dann dachte ich mir, okay, dann nehmen wir doch mal etwas ganz Einfaches. Wir gehen mal ans Essen dran. Wie essen, wie meinst du das? Spüre doch mal nach, das ist so ein Grundimpuls, den wir haben und der kann dich eben auch nach innen führen. Versuche doch mal nachzuspüren als Aufgabe für ruhig die nächsten 30, 40 Tage, den setzen wir heute den Anker mal, wann du meinst, du könntest einen Rückenwind haben, gesund zu essen. Ja? Also ich habe bei mir ganz eindeutig festgestellt, auch da bin ich, ja, die Hinduisten würden sagen, Gunas unterworfen, ja, Kräften in unserem Hintergrund, die uns bewirken.
Ja, hört sich ziemlich abgefahren an. Altes hinduistisches Wissen, dass wir Gedanken immer aus dem All eins beziehen durch die Filter unserer Persönlichkeit. Und da wir ja Bewusstheit besitzen als Menschen, können wir diesen Dingen nachspüren. Das kannst du einfach tun, indem du merkst, nach was habe ich denn ganz unterschiedlich immer Appetit? Und nach dem, wonach du Appetit hast, kannst du nachspüren, wann du Rückenwind hast, gesund zu essen und wann nicht. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich momentan sehr toll finde. Wenn du dir Äpfel in Kokos anbrätst mit ein bisschen Honig, falls du hast, zur Not geht auch Zucker und Zimt. Und da sind wir, und ich will dich locken, weißt du, da sind wir auch bei der Hildegard, Hildegard von Bingen. Die hat auf solche Kombinationen, hat die geschwört, ja. Honig, Apfel, Zimt, das sind Heilmittel. Ja, und du merkst es, jetzt möchte ich die Verbindung zum Mittelalter, weil das ja auch so mystisch daherkommt, möchte ich die Verbindung herstellen. Ja. Okay, also das heißt, du kannst einfach mal in dich hereinspüren, dir selbst auch Vorschläge machen, auf was hättest du denn Lust zu essen. Und dann notier das ruhig auch mal. Und dann hast du, wenn du das öfter tust, kriegst du einen inneren Impuls, nicht nur was dir schmeckt oder was du gewöhnt bist, was dir schmeckt oder was du über Jahrzehnte jetzt gelernt hast, das schmeckt mir, sondern über Tagesqualitäten. Und über ganz verschiedene Arten, wie wir einen Zugang nämlich zu uns selbst, zu unserem Körper haben. Gestern haben wir ihn von, ich glaube gestern, gell, haben wir ihn von außen gereinigt, haben wir ein Bad genommen. Und heute wäre also dann das Thema, die innere Reinigung des Körpers, nämlich über die Heilmittel des Essens, über die Medizin, die Heilmittel des Essens als Medizin. Ja. Ja, das wäre so ein Vorschlag, den ich dir, ich möchte ja auch immer was Praktisches mitgeben, den ich dir heute mitgebe. Okay. Ansonsten nähern wir uns jetzt eben auch langsam und sicher dem Jahresende. Das heißt, die Energien beginnen langsam so ein bisschen zu drehen, nicht nur in die reine Rückschau, sondern auch in so eine Vorbereitung auf das, was kommt. Und wir sind im Übergang und vor einem Übergangsportal, nämlich der Jahreswende dann, in die neue Zeit herein. Das Alte klingt nun spürbar, merkbar aus. Das alte Jahr liegt merklich hinter uns. Wir gucken viel nach hinten. Der Silvestermorgen ist so eine Art Grenze und davor ist dann das Neue. Es sind natürlich alles nur Gedanken, Theoreme, denen wir anhängen. Aber es sind halt durch diese morphischen Felder, die da ganz stark auch wirken, quasi reale Kräfte, die wir da ins Leben rufen. Ja, jetzt wurde auch schon gefragt, warum all die ganzen Orakel, ja, mit denen wir uns da auseinandersetzen, ja, so Karten und Weissagungen und so sind gar nicht mein Ding, wozu soll ich das jetzt also machen? Ganz einfach, ich möchte hier Vorschläge geben, ich suche nach Wegen, nach Verbindungen in dein Inneres, für eine Einkehr, dafür ist diese Zeit hier ja gut, ja, nach einer Einkehr. Und es gibt verschiedene Wege, wie man mit sich selbst in Kontakt kommen kann. Bei mir war es das Remote Viewing, RV. Das hat mich in Kontakt mit mir und dann auch mit anderen Bewusstseinsfeldern geführt. Da Menschen aber unterschiedlich sind, kann das bei dir dann auch jetzt eben das Kartenlegen oder das Wasserorakeln sein. Oder die Runensteine machen dein Ding auf. Und natürlich auch heute, wie alle Tage gilt, ziehe dir einen Runenstein, schreibe ihn auf. Wenn du magst, mach auch diesen Dreiervergleich, ne? Diese drei Runensteine dann legen für das Gewesene, für das, wie ich es jetzt bearbeite und für das, wie es in der Zukunft kommt. Dasselbe gilt für Karten, ob du jetzt Skatkarten hast oder Weissagekarten. Die verschiedenen Links sind unten in der Videobeschreibung, wo du dich im Internet ein bisschen umtun kannst, dann hinsichtlich der Deutung, und notiere die Dinge auf. Ich hoffe, du hast weiterhin auch
deine Träume aufgeschrieben wieder und du spürst sehr, sehr intensiv in diese Tage herein. Wie fühlt sich der Tag heute an für dich? Denn er ist dem nächsten Juli zugeordnet. Ja. Wie fühlt er sich an? Schreib es auf. Schreib es in dein Tagebuch herein, wie die Energie dieses Tages ist. Schreib auch auf, was dir vielleicht nicht so gefällt an diesem Tag. Gut. Okay, die Türen nach innen hatten wir. Dann können wir jetzt weitermachen mit den Anregungen des Wildschweines. Ja, das Wildschwein, das haben wir ja als Tier zugeordnet, hier aus diesem Büchlein. Dann lese ich dir mal vor, was es über das Wildschwein zu sagen gibt. Im Keltischen gibt es ja ein Wildschwein, das Henwen. Das ist dort ein ganz weises Tier. Ein ganz weises Tier. Das kann unter anderem die Zukunft lesen, die Zukunft deuten auch. Und es hat gebärt. Es gebar einen Adler, eine Riesenkatze und wahrscheinlich Dritte. Und ein Wolf. Und jetzt lese ich dir vor. Also welche Bedeutung kann das Wildschwein jetzt also haben? Heute und auch im Monat Juli geht es um Reflexion. Vertraust du schon deiner inneren Führung? Die Energie des Wildschweins wird dich dabei unterstützen, auf deine innere Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. Du bist ein kraftvolles Wesen und trägst etwas zur Schöpfung bei. Welche deiner Gaben möchtest du stärken und in deinem Leben verankern? Werde dir ihre bewusst. Die zugeordnete Tagesqualität dabei ist innere Führung, zur eigenen Kraft stehen und die eigenen Qualitäten erkennen. Okay, ich habe mir hier noch aufnotiert für dich. Notiere weiter, was du im alten Jahr zurücklassen möchtest. Ja? Das können deine Gefühle sein, das können innere Spiegelungen sein. Es langt nicht, wenn du jetzt aufschreibst, ja, den ganzen C-Kram will ich zurücklassen. Nee, also wenn, dann sind es nie die Dinge im Außen, die du jetzt da reinschreibst, was du zurücklassen möchtest, sondern wichtig, dein Bezug in deinem Inneren, was es für dich bedeutete, was es in dir ausgelöst hat, was es in dir angetriggert und bewirkt hat. Das sind die Dinge, die du dann zurücklassen möchtest, okay? Das ist nochmal wichtig. Und für alle Tage gilt auch weiterhin, und das kannst du dir eigentlich für dein ganzes Leben merken. Erlebe den Traum, es ist jetzt hier sehr einfach, weil die Pforten, die Welten sind ganz eng beieinander. Erlebe den Tag wie einen Traum, frag dich immer wieder während des Tages, wenn es jetzt ein Traum wäre, wie würde ich den ausdeuten? Und die Träume deutest du herein in die Realität. Und du ahnst es, du weißt es, dahinter liegt genau das. Wir verstärken die Grundenergie dieser Zeit, dass die Schleier zwischen den Welten dünn sind. Und das synchronisieren wir mit unserem Inneren dabei. Nichts anderes ist, dass immer wieder diese Frage zu stellen. Und das könnt ihr aber auch dann im Juli am Baggersee, so es denn wieder so sein sollte, könnt ihr das genauso machen. Jetzt gebe ich dir noch ein paar Fragen als Inspiration mit, über die du dir Gedanken machen kannst, wo du die Antworten oder auch nur Stichpunkte in dein Raunacht-Tagebuch schreiben kannst. Was ist meine Vision fürs neue Jahr? Was möchte ich im neuen Jahr erreichen? Was wünsche ich mir? Was möchte ich bestärken? Was möchte ich endgültig loslassen? Kann oder will ich meine Gefühle ausdrücken? Höre ich auf meine innere Stimme? Kenne ich meine Bedürfnisse? Sorge ich gut für mich? Ja. Wenn du möchtest, ja gut, ja, jetzt muss ich wieder entscheiden. Ich mache eine kurze Pause. Ja, ich bin gerade mal in mich gegangen und habe mich gefragt, wollen wir vielleicht noch eine Meditation machen? Vielleicht wollen wir es. Ich biete es auf jeden Fall jetzt hier mal an. Dann, wenn du
magst, schließ deine Augen, such dir wieder einen Platz, wo du dich wohlfühlst, oder stoppe das Video jetzt und gehe dann mal suchen in deiner Wohnung nach so einem Platz. Und wir beginnen jetzt auf jeden Fall mit einer Meditation. Ich biete dir an, wieder die Augen zu schließen, in deinen Körper hereinzufühlen, in deine Zellen hereinzufühlen, auf deinen Atem zu achten. Schauen, wie du ein- und ausatmest. Vielleicht bemerkst du, wie Teile deines Körpers schwerer werden, immer schwerer, und du immer mehr zur Ruhe kommst. Du stehst an einer Treppe, du kannst dich am Geländer festhalten und gehst von der 10. auf die 9. Stufe, während du bemerkst, dass dein Körper langsam ruhiger wird. Du schaust dich um, was ist da alles in Ordnung? Gehst von der 9. auf die 8. Stufe, bemerkst, wie dein Atem immer ruhiger wird. Schau mal auf den Boden von der Treppe. Wie sieht der aus? Ist da Teppich gelegt? Ist der goldfarben? Wie sieht das Gelände aus? Spür mal rein. Halt dich dran fest. Ist es stark? Ist es wackelig? Aus welchem Material ist es? Wirst du auf die 8. Stufe? Fühlst dich gut? Fühlst dich wohl? Fühlst dich sicher? Gibst dir Raum zur 7. Stufe? Gehst immer tiefer, immer weiter herunter zur 6. Stufe. Du bist jetzt schon sehr entspannt, sehr ruhig, sehr gelassen. Fühlst dich sicher, fühlst dich frei. Gehst zur 5. Stufe. Wenn du möchtest, kannst du nach oben blicken. So tief bist du schon gegangen. Gehst zur 4. Stufe. Du merkst, es wird immer sicherer, immer wärmer, immer behaglicher, immer ruhiger in dir. Gehst zur 4. Stufe. Es wird immer ruhiger, immer stiller. 3. Die 3. Stufe. Fast bist du unten angekommen. Du gehst zur 2. Stufe. Bist frei. Angenehm. Hast Raum. Zur 1. Stufe. Atmest tief ein. Lässt los. So als wie ein weißer Schleier. Du kannst diesen weißen Schleier mit den Händen fortwedeln. Es ist beinahe wie ein Rauch oder ein Nebel. Es kann auch sein, dass es wie ein Vorhang ist und du kannst hinter den Vorhang schauen. Und als du dann den Vorhang zur Seite schiebst, oder die Nebel wegfächelst, siehst du, du bist wieder auf einer schönen Lichtung. Ein Wald, Sonne, es ist warm. Irgendwo ist ein Specht, Vögel zwitschern, ein Bach plätschert. Das kennst du schon, diesen Ort kennst du schon. Es ist dein Wohlfühl- und dein Kraftort. Hier kannst du Stärke auftanken. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt wieder einige Zeit hier im Gras an deinem Bach liegen, hörst den Insekten zu, Vögeln, bist allein, geborgen, sicher. Die warme Sonne fällt auf deine Haut.
Vielleicht schaust du in den blau-weißen Himmel mit seinen Wolken, siehst verschiedene Wolkenformen. Aber heute fällt dir noch etwas auf. Über den Bach hinweg, und wenn du möchtest, kannst du drüber springen oder über die Brücke gehen. Über den Bach hinweg ist ein kleiner Garten mit einem Tor, mit einem Holzzaun drumherum, verwildert, verwachsen. Efeu siehst du da, Mohnblumen sind drumherum. Das macht dich sehr neugierig. Und heute spürst du, heute ist der Zeitpunkt, wo man dort reingehen kann, wenn man möchte. Und du kannst dich jetzt fragen, ob du das möchtest, ob du jetzt dorthin gehen willst oder ob du auf deiner Decke bleibst. Ich mache jetzt mal mit dir weiter. Ich gehe jetzt mal darüber. Das Tor kommt immer näher. Du siehst, es ist alt, altes Holz. Und du hörst in dich und fragst dich, ob du da reingehen willst. Sieht wild romantisch aus, es sieht einladend aus, weil es so verspielt ist, weil es so verwildert ist, weil es so echt ist. Ja, und wir machen die Tür auf. Du gehst hinein. Oh, wie wunderschön. Noch mehr Tiere, noch mehr Bäume, Blumen, Gänseblümchen, Rosen, Tulpen. Hier wächst ja alles, was für eine Fülle. Und wenn du jetzt so im Garten stehst, kannst du dich umschauen. Schau mal, was du da alles in deinem Garten erblickst. Und wenn du magst, halte jetzt mal Ausschau, ob dort du Kleiner vielleicht auch herumspringst. Du dich siehst vor vielen, vielen Jahren, wie du da als kleiner Mensch umhergesprungen bist. Du dich siehst, dich, der immer noch in dir drin lebt. Schau dich um. Wenn du magst, setz dich eine Zeit lang auf eine Bank. Und das ist wie eine Einladung für den kleinen inneren Menschen in dir, der du einmal warst, vielleicht zu dir zu kommen. Wenn du das magst, wenn er das mag. Und vielleicht ist es wie mit manchen Tieren auch. Die kommen zwar nicht direkt, aber die lassen zu, dass man sie mal kurz sieht. Also setz dich mal hin und guck dich mal rund und um, an die Bäume vielleicht, die Sträucher, ob da nicht vielleicht dieser kleine Mensch sich mal kurz zu erkennen gibt, den du mal kanntest. Und wenn du magst, kannst du auch ein bisschen umherlaufen nochmal. In deinem Garten, denn es ist dein eigener Garten. Nirgendwo anders bist du sicherer und besser aufgehoben als hier in deinem Garten. Ja. Und nun wird es Zeit, Zeit zu gehen wieder. Stehst von der Bank auf, gehst diesen kleinen Pfad zurück, wohl wissend, dass du jederzeit, wenn du möchtest, hier wieder reinkommen kannst, in diesen deinen kleinen Garten. Schließt achtsam die Tür wieder hinter dir und sagst deinem kleinen Du auf Wiedersehen.
Vielleicht lässt du ihm auch einen Zettel da oder rufst ihm noch was nach, dass er jederzeit von dir gehört werden kann, dass du ein Ohr offen hast für ihn, dass du gerne mehr Kontakt mit ihm haben willst. Ja, dann gehst du wieder zu deiner Lichtung zurück. Du kannst hier noch eine ganze Zeit bleiben oder, wenn du möchtest, eben noch oder wenn du möchtest, eben nach Hause gehen bzw. die Treppe wieder nach oben gehen. Dann gehst du von 1 nach 2, hältst dich am Geländer fest. Von 2 nach 3 kannst du deine Zehen mal wieder bewegen. Von 3 nach 4 spürst deinen Körper innerlich. Von 4 nach 5 atmest mal tief ein. Von 5 nach 6 kannst du die Augen aufschlagen. Von 6 nach 7 du bewegst deinen Körper, spürst mal wieder in alles herein. Von 7 auf 8 schaust dich um im Raum, kommst wieder an. Von 8 auf 9 bist wieder im Hier und im Jetzt. Guckst vielleicht wieder dieses Video. Von 8 auf 9 auf 10, wo sind wir? Wir sind wach, wir sind wach. Okay, soweit mal das. Verzeih mir, es ist spontan, ich habe es jetzt nicht einstudiert oder so etwas. Wenn da ab und zu ein Holprät drin ist, ja. Wenn du an solchen Gedankenreisen Interesse hast und vielleicht jetzt Lunte gerochen hast mit deinem inneren Kind, kann ich dir das Buch vom Götz wirklich herzlich empfehlen. Das ist toll. Denn wir alle oder viele von uns haben im Laufe ihres Lebens den Raketenforscher oder den Indianer in sich irgendwann verraten. Ja? Irgendwann verraten. Und der wartet in uns darauf, manchmal schmollend, manchmal beleidigt, dass er wieder entdeckt wird. Ja. Und dass wir Freundschaft schließen, dass der Große und Erwachsene oder die Große und Erwachsene, die du heute bist, sich diesem oder dieser Kleinen zuwendet und sagt, hey, hier bin ich mit allem, was ich jetzt weiß und kann. Und ich weiß alles über dich. Und ich möchte mit dir wieder Freund sein. Ich möchte dich wieder finden, wieder sehen, wieder in mich rein integrieren. Ja? Ich möchte, dass wir zwei jetzt Freunde werden. Ja? Und ich verspreche dir, ich lasse dich nicht mehr alleine. Du bist jetzt mein Freund und ich werde und kann alles tun, damit du nie mehr Angst haben musst, weil du dich minderwertig fühlst oder. All das. Ja, und ich kann das hier nur anreißen. Also der Götz hat es in seinem Buch wesentlich besser und toller alles formuliert. Ja. Aber wenn wir heute schon diesen Tag haben, des inneren Kindes und der inneren Stimme, ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen etwas gegeben, dann war das heute unser Vertiefungsgebiet. Also, gib den Kobolden, Feen und den Naturgeistern da draußen was zu trinken, frisches Wasser, was zu essen. Und ansonsten machen wir jetzt noch einen kleinen Segen, der ist heute kurz und knackig. Glück, Gesundheit und Segen seien auf all deinen Wegen. Bis morgen.